Heute wende ich mich mit einem sehr wichtigen Thema an euch. Und zwar habe ich letztens wieder einer dieser Kommentare unter mein Video bekommen, wo es darum ging, dass eine Dame mir schrieb, dass sie befürchtete, dass die pflanzenbasierte Ernährungsweise bzw. vegane oder rohvegane Ernährungsweise unseren Körper schneller altert. Denn es gibt ja einige angebliche Schreckensbeispiele, wie eine sehr bekannte YouTuberin, die viele von euch kennen, Fully Raw Christina, die ich auch schon sehr lange verfolge und auch schon sehr viel Inspiration von ihr bekommen habe. Und sie muss im Moment sehr viel Kritik auf YouTube ertragen, dass sie angeblich so schnell so alt geworden ist. Und viele von euch wissen, sie ist ja wirklich sehr relativ streng, eine strenge Rohköstlerin oder beziehungsweise ja, pflanzenbasierte Ernährung verfolgt sie. Ich muss sagen, ich bekomme ja auch immer wieder so tolle Kommentare unter meinem Video, wie was ich sehr oft höre, ja, dir fehlt ja das Kollagen, guck dich mal an, du siehst ja total abgemagert aus, du bist viel zu dünn. Aber ich muss sagen, es hält sich in Grenzen. Ich bekomme natürlich auch sehr viele Komplimente, danke an euch, das freut mich immer wieder sehr. Dennoch möchte ich auf dieses Thema heute eingehen und möchte jetzt wirklich mal auf den Punkt bringen, was jetzt wirklich auch Sache ist. In diesem Video erfährst du heute erstmal, warum sehen denn überhaupt viele Veganer, Schrägstrich Rohköstler oder Rohveganer oftmals älter aus als, ich sag mal, der Durchschnittsmensch. Was hat es mit dem Kollagen auf sich? Brauchen wir Kollagen von Tieren, um wirklich gesundes Kollagen in der Haut aufzubauen? Da möchte ich euch auch eine ganz besondere Wunderalge nachher vorstellen. Und es ist nicht die, die ich sonst immer nehme, sondern es gibt eine Alge, die sehr dafür bekannt ist, uns viel Kollagen zu spenden. Und was ich auch noch ganz kurz nochmal ansprechen wollte, ist das Thema Magersucht. Denn das wird ja leider auch immer in Verbindung gebracht, oft mit Menschen, die sich sehr bewusst ernähren oder auch rohköstlich ernähren. Und da muss ich auch nochmal ganz kurz was dazu sagen. Um wirklich gesund zu sein, da sind natürlich mehrere Faktoren im Spiel. Es ist natürlich nicht nur alleine die Ernährung, sondern auch Faktoren wie frische Luft, Sport, Schlaf, Sonne und insbesondere das Thema Stress. Wie viel Stress haben wir in unserem Leben? Nichts altert uns so sehr wie permanenter Stress. Denn unser Körper ist natürlich immer in einem entzündlichen Zustand, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ständig Cortisol ausgeschüttet wird. Und ich habe zu Hause, das habe ich jetzt leider nicht mitgenommen, ein großes Buch, auf Englisch heißt es glaube ich Happy at 100, aber ich kann es hier gerne mal einblenden auf Deutsch, von dem lieben Carsten Thormann, den ich auch schon mal persönlich getroffen habe auf einer Ausstellung. Und der hat viele Hundertjährige auf dieser Erde fotografiert und alle hatten eines gemeinsam. Keiner von denen hat sich Stress gemacht, alle waren zufrieden mit ihrem Leben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Faktor, warum es Menschen gibt, die 100 Jahre alt werden. Sie haben einfach so gut oder sehr wenig Stress in ihrem Leben, beziehungsweise gehen einfach mit Problemen anders um, als Menschen, die vielleicht ständig irgendwie in der Angst leben oder sich wegen jeder Kleinigkeit stressen. Und wir wissen nicht, was manche Menschen, durch welche Phasen sie in ihrem Leben gerade gehen. Mag sein, dass sie vielleicht von außen hin die perfekte Ernährung demonstrieren, aber innen drin wirklich sehr unglücklich und oder dauergestresst sind. Und das kann natürlich auch mit vielen, ich sag mal, Medienpersönlichkeiten der Fall sein, wo man nicht weiß, was wirklich dahinter steckt. Deswegen nicht zu schnell urteilen, denn wie gesagt, wir verbringen ja nicht 24 Stunden mit diesen Menschen. Dann ist es ja auch so, dass sehr viele Menschen, die jetzt vegan oder rohköstlich leben, von einem sehr langen Leidensweg her entschieden haben, ihre Ernährung umzustellen. Vielleicht hatten sie Drogenprobleme, vielleicht hatten sie Essstörungen, vielleicht hatten sie eine schwere Krankheit, vielleicht psychische Probleme, man weiß es alles nicht. Und dann stellen sie ihre Ernährung um oder vielleicht auch einfach, wenn sie 30 Jahre nur nur Fastfood gegessen haben und dann stellen sie ihre Ernährung um und dann kann man nicht gleich von 0 auf 100 die blühende Gesundheit erwarten. So funktioniert es nicht. Echte Gesundheit dauert einfach länger.
Und dann gibt es diese Veganer, die denken sich, Hauptsache kein Fleisch. Und ich finde ja auch sehr nobel, wenn sich Menschen dazu entscheiden, keine Tierprodukte mehr zu essen, also weniger Tierleid unterstützen. Aber dann beginnen sie wirklich all das zu ersetzen, was sie früher gerne gegessen haben. Schnitzel, Käse, beginnen sie dann mit veganen Ersatzprodukten zu ersetzen, die natürlich nicht unbedingt viel gesünder sind. Also sind diese Veganer oft nicht wirklich gesünder als Mischköstler, die so sich Standard ernähren mit allen möglichen. Aber warum ist es denn so, dass gerade Menschen, die sich vermeintlich so gesund ernähren, mit so viel frischem Obst und Gemüse, oft nicht so gesund aussehen für das Durchschnittsauge? Erstens ist es natürlich so, dass wir Menschen, die sich vegan oder rohköstlich, rohvegan, pflanzlich ernähren, viel stärker beurteilen als Menschen, die irgendwie mit ihrer Ernährungsweise nicht in die Öffentlichkeit gehen. Natürlich schauen wir genau hin, wie diese Menschen aussehen, und wir kritisieren wirklich jedes kleine Detail an diesem Körper dieses Menschen. Oh, der hat Falten, der ist so und so, oder guck mal, wie verbraucht die Person aussieht. Und natürlich, die Menschen wollen ja immer wissen, lohnt es sich wirklich, die Umstellung zu vollziehen in eine neue Ernährungsweise. Und natürlich gibt es dann auch viele Menschen, die sich dadurch wieder gut fühlen oder sich bestätigt fühlen, dass es ja doch keinen Sinn macht, die Ernährung zu ändern, weil diese Menschen sind ja auch nicht viel gesünder und sehen auch nicht viel besser aus, ne? Und ja, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zurück. Es gibt ein paar spannende Fakten dazu. Und viele, die zum Beispiel sich für die rohvegane Ernährung entscheiden, die beginnen dann wirklich mit ganz, ganz den übermäßigen Konsum von Obst und viele Früchte. Die trinken dann Fruchtsäfte bis zum Umfallen, die essen Mangos, Bananen, Datteln, bis zum Exzess. Und ja, aber genau das treibt ja auch natürlich den Blutzuckerspiegel hoch und schüttet immer wieder Insulin aus. Und ihr wisst, wenn der Körper ständig Insulin ausschüttet, dann blockiert das natürlich auch die Ausschüttung der Wachstumshormone, die ja auch dafür verantwortlich sind, dass wir ein bisschen Muskeln aufbauen, dass unsere Haut jünger bleibt. Und so ist es dann oft so, dass natürlich dann deshalb auch gerade diese Menschen, die so übermäßigen Zuckerkonsum haben, also ich meine, auch natürlich der Fruchtzucker gehört irgendwo dazu, auch wenn es eine andere Art von Zucker ist. Aber es ist natürlich immer noch Zucker, gerade wenn zum Beispiel wir viele Fruchtsäfte trinken, dann ist der Zucker natürlich genauso schädlich wie der Zucker in der Cola, weil die Faserstoffe nicht mehr drin sind. Weil sie halt diesen übermäßigen Fruchtzuckerkonsum haben und das nicht ausgleichen mit viel Grün und Mineralien. Gerade Frutarier haben natürlich da einige körperliche Anzeichen, dass sie einfach viel zu viel Fruchtzucker zu sich nehmen und viel zu wenig andere Nahrungsmittel, die halt viele Mineralien zum Beispiel enthalten. Deshalb esst viel Blattgrün, Sprossen, Algen, dann habt ihr dieses Gleichgewicht zwischen Früchte und Grünzeug. Ich sage ja nicht, dass man keine Früchte mehr essen soll. Guckt auf jeden Fall, dass ihr reife Früchte zu euch nehmt. Ganz, ganz wichtig. Ist natürlich nicht so einfach in Deutschland, aber natürlich saisonal und alles, ihr wisst Bescheid. Und dann habt ihr auf jeden Fall immer diesen Puffer drin und das ist dann auch viel blutzuckerfreundlicher. Zum Beispiel Smoothies immer mit super viel Grün rein. Ich meine, ich mache da auch meine Bananen rein, ja. Oder eine Banane, je nachdem. Oder natürlich auch grüne Säfte, dass ihr so ein bisschen da den Ausgleich auf jeden Fall habt. Es gibt übrigens noch für alle, die mich gefragt haben, noch die Sonderaktion mit dem Angel Juicer. Schreibt mich einfach unverbindlich an. Infos in der Infobox. Dann ist es auch so, es ist nicht immer nur wichtig, was wir essen, sondern auch wann und wie viel wir essen. Eine Sache, da war ich auch immer ehrlich mit, ich esse manchmal gerne spät abends und das ist wirklich überhaupt nicht gut. Ich versuche mich da echt schon krass zu ändern, habe es auch schon viel, ist jetzt auch schon viel besser geworden bei mir. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, egal was ihr abends esst, ja, auch außer wenn es jetzt vielleicht pures Fett ist, aber alles schüttet natürlich Insulin aus, ja. Und wenn ihr dann mit einem hohen Blutzuckerspiegel ins Bett geht, dann ist das natürlich nicht gut, um die richtigen Hormone nachts auszuschütten, wie die besagten Wachstumshormone, die natürlich vom Insulin mehr oder weniger blockiert werden.
Und ich empfehle auch keine 6 Mahlzeiten am Tag zu essen, wie gesagt, weil ihr natürlich dann ständig Insulin ausschüttet. Außer du bist jetzt irgendwie in der Pubertät noch im Wachstum, dann ist viel genug und gesund, ja. Aber wenn wir jetzt, aber ansonsten kann uns das Intervallfasten natürlich schon sehr gut tun und auch verjüngen. Ja, ansonsten, wenn wir spätabends essen, könnt ihr euch vorstellen, sieht man morgens sprichwörtlich alt aus. So, jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz großen und auch wichtigen Faktor, warum viele Menschen einfach trotz sehr gesunder Ernährung älter aussehen. Und das ist das Thema Gewicht. Menschen, die sehr dünn sind oder schlank sind, ein bisschen hager wirken, klar, die sehen natürlich etwas älter aus. In unserer heutigen Gesellschaft sind wir auch so schlanke Menschen ja kaum noch irgendwie gewohnt, weil klar, die meisten Menschen sind fülliger, moderat etwas, ich sag mal, properer gebaut, ne? Also wie gesagt, ich will jetzt hier auch nicht irgendwie urteilen, kritisieren, ganz im Gegenteil. Ich möchte nur eine Sache kurz erwähnen. Es ist ja irgendwie nie politisch korrekt, fülligere Menschen zu beurteilen. Aber komischerweise in unserer Gesellschaft ist es so, wenn jemand sehr schlank ist, dann dürfen wir auf jeden Fall oftmals sehr kritisieren oder auch böse Worte über diese Menschen verlieren, was ich nicht so fair finde. Also ich finde, beide Menschen sollten nicht kritisiert oder angegriffen werden, egal ob du jetzt sehr schlank bist oder fülliger. Das ist für mich ein absoluter Doppelstandard, muss ich sagen. Ja, und eins kann ich euch sagen, oft die ungesündesten Menschen sehen am jüngsten aus. Und das wird jetzt einige schockieren, aber klar, natürlich fülligere Menschen, Fett ist wie ein Füller. Und fülligere Menschen haben natürlich mehr Fett unter der Haut, mehr Wasser und natürlich auch dadurch, dass ein Körper entzündet ist, ist es natürlich so, dass dadurch die Haut noch, ich sag mal, aufgequollener aussieht und dadurch auch jünger. Ja, so ist halt nun mal die Physiologie oftmals leider. Manche sind natürlich auch geboren mit einem fülligeren Gesicht und haben das ihr Leben lang, aber manche Menschen haben das auch nur, weil sie viel Wasser gespeichert haben, wie ich eben gesagt habe, Fett, viel eine sehr entzündungsfördernde Ernährung zu sich nehmen mit Fleisch und Teigprodukten. Und klar, da sieht natürlich das Gesicht nach mehr Volumen oftmals auch aus. Ich kann als Beispiel immer nur wieder meine Tante erwähnen, die jetzt leider schon gestorben ist. Die saß im Rollstuhl, Diabetes, Ödeme, war um die 60. Ja, und die sah super jung aus, wirklich super, super jung. Obwohl sie, also die sah wirklich aus wie 30, aber sie war bei Weitem nicht gesund, ja. Ich meine, sie war eigentlich schwer krank und das ist halt für mich immer wieder so dieser Wahnsinn gewesen, wie jung sie aber aussah. Dadurch, dass halt so viel Wasser in ihrem Körper gespeichert war, etc. Dann kommen dann Menschen, die sehr auf ihre Figur achten, die vielleicht sehr bewusst sich ernähren, rohköstlich sogar und die dann oft manchmal ein bisschen hager rüberkommen, sehr schlank und ja, und dann wird auf diese Menschen gezeigt. Schau mal, ja, der braucht mal ein richtiges Steak, der hat doch bestimmt alle möglichen Mangelerscheinungen, oh Gott, völligst unterernährt. Dann bricht alles in Hysterie aus, mehr oder weniger. Ja, gut, ich bin ja einer dieser eher schlanken Menschen, die oft kritisiert werden. Habt ihr schon mal einen 100-Jährigen im Fernsehen gesehen, der irgendwie Übergewicht hatte? Oder auch in meinem Buch hier, das ich ja noch zu Hause habe, Happy at 100. Es gibt einfach keine 100-Jährigen Übergewichtigen. Also ja, eigentlich sind das alles eher sehr, sehr, sehr schlanke Menschen. Die, als wären sie ziemlich vom Leben gezeichnet, ne? Aber die schlanken Menschen sind halt oftmals die robusteren, ich sag mal, auf lange Sicht gesehen. Ja, und ja, deswegen, ich will nicht sagen, dass es nicht Menschen gibt, die etwas mehr auf der Waage haben, die nicht gesund sind. Aber tendenziell ist es natürlich so, dass schlankere Menschen ja, die höhere Lebenserwartung haben. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das ist nur aus der gesundheitlichen Perspektive. Ja, und jetzt kommt's. Aber was ist mit diesen Magersüchtigen, die alle so krank sind oder sogar sterben? Die haben einen richtigen Nährstoffmangel. Die essen so gut wie nichts und wenn sie mal was essen, dann ist es wirklich nur Mist, ja. Also deswegen, sind einfach, der Körper hat einfach keine Nährstoffe mehr, um überhaupt noch sich am Leben zu erhalten. Und deswegen trifft es natürlich leider auch einige Magersüchtige, ne? Also, aber das ist auch eine ganz andere Geschichte. Die sind so dünn, dass wirklich die Knochen rausgucken. Das ist eine richtig schlimme, auch natürlich psychische Krankheit.
Ich hab ja früher auch als junges Mädel natürlich auch meine Probleme gehabt, so mit Magersucht, ja. Und ich muss sagen, mir hat diese Ernährung jetzt so sehr geholfen, weil ich einfach meinem Körper was Gutes tue und das hat mit Selbstliebe zu tun und für mich nicht mit Hunger. Viel. Ich esse halt von den guten Sachen viel, ja, und ich mache halt ein bisschen, fast ein bisschen. Aber auch gerade wenn wir älter werden, ist es oft der Fall, dass Menschen, die sehr viel Sport machen, dadurch schlank sind, auch im Gesicht dadurch etwas definierter und schmaler werden. Also man kann halt auch oft nicht beides haben. Das merke ich ja. Wenn ich zum Beispiel mehr Sport mache, schlanker werde oder jetzt so wie ich jetzt halt bin, mein Gesicht ist halt nun mal sehr schmal geworden, ja. Ich meine, klar, wenn ich jetzt die ganze Zeit so weitergemacht hätte wie früher, dann hätte ich wahrscheinlich noch dieses Gesicht von früher gehabt, weil ich hatte ein sehr rundes Gesicht, ne? So richtig hamstermäßig. Und deswegen, ich meine, klar, natürlich, es ist halt jetzt so, wie es ist, ne? Ich habe halt eher ein schmales Gesicht bekommen. Man kann, wie gesagt, nicht beides haben, ja. Aber was ich mache, um trotzdem gesund und jung auszusehen, zeige ich euch ja auch in meinem Videokurs, da zeige ich euch ja ganz genau, wie ich esse, was ich genau esse, welche Sachen ich nicht esse. Da habt ihr natürlich auch Rezepte für diejenigen, die ihr abnehmen wollen oder halt auch ein bisschen zunehmen möchten. Wichtig ist natürlich, dass wir auch natürlich gesunde Fette zu uns nehmen, ja. Hanfsamen, Avocado, Kokos, Macadamianüsse, es gibt so viele tolle, pflanzenbasierte Fette. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Kollagen, habe ich euch ja versprochen. Und zwar, viele sagen ja, wir bräuchten tierisches Kollagen, um jung auszusehen. Aber woher kriegen die Tiere denn das Kollagen, um so jung auszusehen? Ich meine, das muss ja auch von den Pflanzen irgendwie umgewandelt werden, ja. Und ich kann euch nur sagen, ganz wichtig für Kollagen ist auf jeden Fall Silizium bzw. Kieselerde. Habe ich ja hier zum Beispiel aus Bambussprossen, ist ein fermentiertes Produkt, das nehme ich. Dann durch das Fermentierte werden die Nährstoffe natürlich noch besser aufgenommen. Oder halt diese Alge, die ich jetzt, ich muss sagen, die kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin angeschrieben worden von einer sehr netten Dame. Und es ist wirklich so ein Zufall, weil ich schon die ganze Zeit diese Alge namens Irish Moss probieren wollte, ja. Weil ich habe die öfter schon in Videos gesehen und das ist wirklich eine super pflanzliche Kollagenquelle, weil Kollagen wird ja zusammengebaut aus Kieselerde, Polysaccharide und Vitamin C ist auch ganz wichtig für Kollagen. Deswegen, und in dieser Alge sind zum Beispiel viele Polysaccharide drin, die wichtig sind für den Aufbau von Kollagen. Und ja, zeige ich euch jetzt mal. So sieht das jetzt aus. Also die verzehnfachen ja fast ihr Volumen von dem ursprünglichen, was ich jetzt da reingemacht habe. Könnt ihr mal gucken. Das ist wirklich, sieht jetzt ganz anders aus hier, wo ich sie eingelegt habe ins Wasser. Also dieses Irish Moss oder auch Sea Moss ist sehr gut für die Haut, Knochen, Haare, Mineralien drin wie Zink und Eisen und Omega-3-Fettsäuren. Und es soll auf jeden Fall auch gut sein für die Verdauung, dann auch natürlich bei Hautkrankheiten helfen, wie zum Beispiel Ekzem oder auch Schuppenflechte. So, ihr seht, die Kamera ausgegangen. Das passiert ja in Lützers heute öfter. Also, so, und ich mache jetzt einen Super Smoothie und zwar hier mit Hanfsamen, mit Bananen. Ideal, vielleicht sogar noch, wenn du die gefroren hast, dann schmeckt das richtig lecker. Und hier natürlich mit dem Irish Moss. Und ja, daraus kann nämlich so eine richtige gelartige Konsistenz werden. Das heißt, ihr könnt daraus wie so Puddings machen oder ihr könnt es für die Haut verwenden als Hautmaske. Also es ist auf jeden Fall echt ganz interessant. Also, wenn ihr Menschen jetzt seht, ganz wichtig, schaut auf die Gesamtperson. Schaut nicht nur drauf, ob die jetzt ein paar Falten hat oder irgendwie, was weiß ich, zu dünn ist, sondern schaut, glänzen die Augen? Hat die Person noch Haare? So viele Menschen haben Haarprobleme, denen fallen alle die Haare aus. Meine sind mehr geworden. Ja.
trotz meines Alters voranschreitenden, dann natürlich ist die Person energetisch, ja, strahlt sie. Und da werdet ihr schon, es gibt so viele Marker, wo man sehen kann, ob eine Person auch wirklich gesund ist, ja, und einfach nur dünn. Das ist kein Marker, ja, ob eine Person ungesund ist oder nicht genügend Nährstoffe hat, sondern schaut wirklich auf den gesamten Körper. Ja, und das war mein Video. Ich freue mich wirklich auf eure Kommentare. Ich weiß, es war ja heute sehr polarisierend wieder, aber so bin ich nun mal. Und wenn du mich unterstützen willst, kannst du gerne mal unten auf die Links schauen. Da habe ich auch alle Produkte, die ich heute genannt habe, verlinkt. Und auch, könnt ihr mal nach Rabattcodes gucken. Und ja, dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Und ich freue mich natürlich über eure Unterstützung. Daumen hoch oder natürlich auch einen Kommentar. Oder vielleicht habt ihr Lust, was über meine Links zu beziehen. Dann bis bald, eure Julia Rawson. Grow Up Your Life heißt mein neuer Videokurs, der jetzt erschienen ist, wo viel Arbeit drin steckt. Und dank der Rohkosternährung oder überwiegend Rohkosternährung habe ich volleres Haar bekommen. Viele sagen immer, die Julia macht immer so viel in ihren Haaren rum. Ja, mittlerweile nerven die mich auch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Zudem hat sich meine Haut stark verbessert. Meine Akne ist weggegangen. Keine Neurodermitis mehr. Die hatte ich am Rücken, Akne im Gesicht. Ja, volles Programm. Ich habe jetzt mit 40 immer noch dieselbe Figur, die ich mit 20 hatte. Hätte ja vielleicht auch anders kommen können. Und viele, viele kleine positive Dinge, wie dass ich mehr Energie habe, dass ich mich gesünder fühle. Und das zeige ich euch in diesem Videokurs Step by Step, wie ihr mehr Rohkost in eure Ernährungsweise einbauen könnt, in euren Alltag. Dieser Kurs ist interaktiv. Das heißt, ihr habt kleine Aufgaben, die ihr erfüllen könnt, aber nicht müsst. Dann habt ihr eine private Facebook-Gruppe mit dabei. Dann habt ihr verschiedene Lektionen natürlich. Viel Wissen und ja, wir zeigen euch tolle Rezepte. Ich freue mich so sehr über diesen Kurs und das ist wirklich mein ganzer Stolz. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, extra Coachings mit dazu zu buchen. Also ganz, ganz toll, dann lernt ihr mich auch mal persönlich kennen und ich freue mich auf jeden Fall riesig darauf. Vielleicht sehe ich euch ja später in Grow Up Your Life.